Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich finde das super geil, dass Jan und Tim wieder ein neues Video hochgeladen haben. Und ich hoffe, die sind ja jetzt bei der Bundeswehr und ich hoffe, es wird die große Frage geklärt, kriegt die Bundeswehr jetzt auch von der, also die Soldaten von der Bundeswehr jetzt endlich mal Socken und Unterhosen. Weil sie müssen sich ja die meisten Soldaten selber kaufen. Ihr müsst euch mal reinziehen, ihr müsst euch so einen Scheiß selber kaufen. Guten Morgen, liebe Freunde. Hey. Wir sind heute hier in Nörvenich beim taktischen Luftwaffengeschwader 31 Bölke. Und die Bundeswehr wird uns hier heute mal ein bisschen herumführen. Wir sind auch schon sehr, sehr gespannt auf den heutigen Tag. Ich habe richtig Bock, diese schnieken Kopfhörer bekommen. Denn ihr könnt euch ja wahrscheinlich denken, was die... Mussten die Jungs sich selber kaufen. Ja, okay, zeig mal kurz, wo wir hier eigentlich sind. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Wir haben 7 Uhr morgens, ne? Ja, genau. Entschuldigung, ich wollte mich gerade übelst zusammenreißen. Aber wenn ich so... Das könnte jetzt so ein Trailer von der Bundeswehr sein, ne? Um neue Rekruten zu bekommen. Aber man weiß ja eigentlich so, wenn man sich mal die Ausrüstung von der Bundeswehr anguckt, ja, wenn man davon absieht, dass man auch Ausrüstung selber kaufen muss, ist was anderes. Aber man weiß ja eigentlich, die meisten Chats funktionieren ja gar nicht. Ich war gerade mega erstaunt, dass da ein Chat, dass das Ding überhaupt fliegen konnte. Ey, scheiße, ne. Guckt euch mal diese Schönheit an. Guckt euch mal. Wunderbar. Schön. Schön. Haben sie extra für den Film repariert. Ah, man sieht da noch nicht mal den Start. Ja, gut. Also, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Wir haben 7 Uhr morgens, ne? Ja, genau. Genau, wir haben 7 Uhr morgens. Guckt euch mal an, wo wir sind. Ich werde euch wahrscheinlich schon denken, um was es genau heute gehen wird. Ich habe deinen Titel nie gelesen. Bock, liebe Freunde. Wir sind aber natürlich nicht alleine hier unterwegs, denn das wäre, glaube ich, ein bisschen... Wäre das illegal? Ich weiß es nicht. Womöglich schon, ja. Auf jeden Fall treffen wir auf Stabsgefreiter Laura und die wird uns gleich hier erstmal alles in Ruhe zeigen und erklären und uns den Tag über begleiten und wir sind sehr, sehr gespannt. Morgen! Morgen! Hi! Unangenehm! Hi! Oh, das ist so unangenehm, ne? Nach Corona, ne? Man hat sich ja zu Corona-Zeiten entweder gar nicht mehr richtig gegrüßt, nur von 3 Kilometer Entfernung über ein Dosentelefon und jetzt so... Wenn man so Leute begrüßt, der eine will so machen, der andere macht so, dann machen beide so, dann macht der eine wieder so, der andere so. Och, nee, das ist... Man kommt hier durcheinander. Gibt's da irgendwie ein Handbuch? Kann man da irgendwie was regeln? Ne, das ist so... Die Leute sind doch verrückt im Kopf. Laura, hi. Hi, ich bin Jan. Cool, dass ihr heute da seid. Wir freuen uns sehr. Also als erstes schauen wir uns jetzt den Start vom Eurofighter an. Da würde ich sagen, let's go. Auf geht's, ich bin richtig gespannt. Wäre ich jetzt 16, würde ich sagen, alles klar. Jet kann fliegen, ich werde zum Bundeswehr gehen. Na komm, lass den Jet doch mal aufsteigen. Ich will nicht nur immer sehen, dass er erst einen Hangar rausfliegen kann. Ich will den mal aufsteigen sehen. Na komm. Immerhin der Helikopter geht. Ja, fand's mega interessant. Take-off vom Eurofighter und dem Tornado zu sehen, ihr hattet ja Glück, dass die Tornados zurzeit bei unserem Standort sind. Ja. Also die Tornados sind mega laut. Es ist wirklich absolut krass gewesen, also vor allem halt auch ziemlich laut. Ja. Daher, ich glaube, es war besser, dass wir diesen Lärmschutz hatten. Ja, genau. Aber ich habe das hier so noch nie in Real Life gesehen, daher fand ich das wirklich sehr interessant. Und man hat wirklich die Vibration von den Tornados am Boden gespürt. Also ich habe das nicht gespürt. Du hast es wohl gespürt. Ja, doch, habe ich auch. Ja, und als nächstes werden wir... Ich habe schon mal einen Jet, da war ich ein kleiner Bubele, bin ich ja immer noch, aber da war ich noch kleiner. Da habe ich mal einen Jet an der Nordsee gesehen. Da dachte ich, alles klar, jetzt vorbei. Jetzt vorbei. Ich war übelst klein, ne? Ich weiß gar nicht, wie jung ich da war. Ich 7 oder 6, keine Ahnung. Ja, da war ich noch richtig klein. Da bin ich gerade aus meinem Papa rausgeschlüpft. Und ich habe da immer so gesagt, hier, wir müssen nach Hause, die kommen. Ist kein Witz, habe ich wirklich gesagt. Ich hatte wirklich Angst. Ich dachte, die kommen und holen mich ab. Die holen mich endlich ab. Also heutzutage wünschte ich mir das. Aber bitte nicht, also nichts gegen die Bundeswehr, aber bitte nichts von der Bundeswehr. Also, da traue ich nicht. Ne? Nett gemeint, aber da will ich nicht einsteigen. Ich will da nicht einsteigen. Ich muss jetzt nicht
die Staffel fahren. Ach, da tritt Nena auf, oder? Da werden wir euch nämlich einmal die Flieger-Sonderbekleidung zeigen, also was die Piloten während ihrem Flug tragen. Wenn es mal zum Flug kommt. Das Handy kommt weg. Ich stelle mir das gerade einfach nur so bildlich vor. Die werden so ausgebildet, um endlich um Kampfpilot zu werden. Und es funktioniert halt nichts. Es funktioniert halt nichts. Die Dinger sind alle kaputt. Okay, wir versuchen jetzt, ohne Scheiß, das ist jetzt ernst. Wir müssen das jetzt ernst nehmen. Spaß beiseite. Oh, schön. Stell mir gerade vor, ja, wie lange bist du Pilot eigentlich bei der Bundeswehr? Ja, 20 Jahre, ich bin Berufssoldat. Und wie oft bist du schon geflogen? Wie geflogen? Wie oft bist du schon, hast du bestimmt schon mal eine Übung mit dem Chat gemacht? Nee, wir haben keine, die funktionieren. Okay, wir sind jetzt ernst, ne? Wir müssen jetzt ernst sein hier. Jetzt haben wir einen Wecker. Und dafür... Ach ja, jetzt ist eine gute Zeit zum Aufstehen. Ja. Und dafür treffen wir jetzt den Major Funz. Major Funz. Ja, hi zusammen. So, die Dame zuerst. Grüß dich. Hey, Tim. Juicy. Schön, dich wiederzusehen. Hey. Wir haben uns doch noch gar nicht gesehen. Ach ja. Willkommen im Gebäude der Fliegenden Staffel. Wie gesagt, ich bin der Juicy, Dienstgrad Major. Ich zeige euch heute ein bisschen den täglichen Ablauf, den wir hier so haben. Wir gucken uns Ausrüstung an, wir gucken uns ein bisschen Sport an. Wenn ich ab und zu ein bisschen ins Englische verfalle, dann müsst ihr... Du, Sport hast du gesagt. Ey, mein Ofen ist noch an. Ich muss leider, sorry, geht nicht. Also ich würde ja gerne mitmachen, aber ich habe Termine. Soll das entschuldigen? Ich habe Rücken auf. Das kennen wir, wir sind Influencer. Ja, genau. Und bei mir ist es nicht der Versuch, cool, neudeutsch, jung zu sein, sondern das ist eine 60 Jahre alte Berufskrankheit tatsächlich, okay. Weil wir eben in Amerika ausgebildet werden und deshalb immer wieder dahin. Dann lass uns mal warum? Was kann deine Maske? Gut, das ist das Foyer der Heiligenhallen und hier hinten hängt unsere Flugausrüstung, die wir vor jedem Flug anlegen. Hi, gut. Tim, freut mich. Matthias, hi, Mitty. Hi. Mitty, ja. Hallöchen, moin moin. Ja, er hat ja gerade gesagt, dass die Flugausrüstung, die sie immer anziehen beim Fliegen. Also ist noch niegelnagelneue Flugausrüstung. Die meisten Sachen sind noch eingeschweißt. Willkommen bei der Fachgruppe Rettungssysteme. Hier, wie ihr ja gerade schon ein wenig sehen könnt, habe ich hier mal was zur Schau gestellt, damit ihr euch mal die Flieger-Sonderbekleidung anschauen könnt. Ja, dann gehen wir, das haben wir erklärt. Gibt's aber das wird alles von der Bundeswehr bezahlt? Ausrüstung oder bezahlt man nicht? Ja. Nee, privat nicht, nein. Ach, Quatsch. Wie lange dauert generell so eine Ausbildung? Bis man wirklich sich in so einen Eurofighter reinsetzen darf und losfliegen kann? Musst du... Naja, grundsätzlich bestimmt paar Jahre, aber da ja die Eurofighter alle nicht funktionieren, können sie sich auf 30 Jahre strecken. Sagen wir mal, wir ziehen die Offizierschule ab, die auch nochmal ein Jahr geht. Bei mir war es 9, 10, also bestimmt 3 Jahre, bis du mal das Ding selber fliegen darfst. Hat er nicht gerade gesagt 9 oder 10? Kannst, brauchst du nochmal 2, 3. Okay, krass. Also wir haben ja Stati, Limited Combat Ready, also je nachdem, was darf einer machen, was nicht. Da gehört dazu, dass du bestimmte Flüge erfüllst. Das können wir nachher oben alles nochmal im Detail klären, damit du diese Einsatzstati bekommst. Das heißt, du musst auf Großübungen teilnehmen, du musst Flüge abgenommen bekommen und so weiter und so fort. Ja, interessant auf jeden Fall. Darf ich so eine Weste mal anziehen? Gerne. Also einfach nur, damit ich ein Gefühl habe, wie viel das wiegt, wenn man die wirklich so anhat. Ich helfe dir mal, das ist ein bisschen einfacher. Boah, okay, das ist aber schon ordentlich. Wenn ich überlege, dass man, mein Rücken verdankt sich, wenn man noch so einen Helm anhat, mitnehmen muss und dann noch die Hose und alles drum und dran, das stelle ich mir schon. Und dann noch seine eigenen Socken dazu kaufen muss. Krass. Willst du auch mal? Ein Thermounterwäsche. Ja, gerne. Steht ihr aber. Klar. Ja, dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ich euch ein bisschen was zeigen konnte. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann übergebe ich jetzt wieder an Juicy.
Jo, danke. Gerne, schönen Tag noch. Ebenso, danke. Gehen wir jetzt zusammen nach oben in den Operations-Bereich der fliegenden Staffel. Da müsst ihr dann gleich das Handy wegschließen, zeige ich euch dann wo. Oh, ist das so secret? Ja, du glaubst gar nicht, was man mit dem Handy wegschließen, aber ihr dürft die Kamera mitnehmen. Also mit Handys, ne, das ist ja, es gibt ja wirklich bei der Bundeswehr Sicherheitsbereiche, ne? Man wird ja auch überprüft, ne? Es gibt bis zu 8 Sicherheitsstufen oder so, keine Ahnung, also, ne, da bin ich nicht im Bilde. Und da wird man ja auch überprüft. Und ist ja klar, dass man da nie mit Handy rein darf. Aber ich stellt euch das gerade mal vor, ich kann mit euch wetten, wir haben ja gerade schon ein paar Bilder gesehen, die dürfen bestimmt mit Kamera da oben rein. Das ist so ein Fischer, ja. Na gut, okay. Dann sind wir hier jetzt oben in den Heiligen Hallen, wo beide fliegende Staffeln ihre Flüge planen und von hier aus dann auch durchführen. Ganz früher waren beide Staffeln auch aufgeteilt und sind Gegenschichten geflogen, eine früh, eine spät. Heute machen wir das alles hier aus einem Gebäude, weil es halt total, ist einfach. Ja, einfach alle zusammenhocken. Ihr seht auch schon die Farben an den Wänden. Da kam alles später dazu, weil wenn ihr so reinkommt hier, könnt ihr euch vorstellen. Kann ich bitte so ein Schwert haben? Ich bin ja ein absoluter Mittelalter-Fan. Und vor allen Dingen, du brauchst halt keine Angst haben beim Schwert. Es funktioniert. Gut, es kann natürlich passieren, dass der Griff abbricht, dass die Klinge abbricht. Aber meistens ist ein Schwert, ne, wenn es gut produziert wurde, eigentlich relativ sicher. Ne? Das war alles mal weiß, da denkst du, kommst in den Krankenhaus. Das ist halt ein bisschen Farbe rot, ist die Farbe der ersten Staffel, blau ist die Farbe der zweiten Staffel. Wir haben hier jetzt die Schwerter der Piloten, die verliehen wurden, durch ihre Staffelkameraden als Symbol für den Kampf zusammen. Aber hier auch die Erklärung an dem Schild. Cool. Und in den Waffenbund aufgenommen wirst du praktisch, sobald du Mission Capable QRA bist, also sobald du QRA, über was wir vorhin schon geredet haben, fliegen darfst, das heißt Alarmrotte in Deutschland oder eben auch in anderen NATO-Ländern als Unterstützung, wie zum Beispiel in Estland. Also das ist jetzt hier der Planungsraum, mal die Grobplanung abspielt. Diese Planungskarte ist noch so ein bisschen Relikt aus Tornado-Zeiten. Sicher gucken wir immer mal wieder drauf, aber dies nur als grobe Referenz. Wir haben dann da drüben noch eine, auf der die täglichen Notice to Airmen, die ich vorhin schon erwähnt habe, eingeplottet werden, damit wir wissen, wo wir an dem Tag oder in einem gewissen Zeitraum zum Beispiel nicht drüber fliegen können, weil zum Beispiel jemand da Aerobatics macht mit seinem Flugzeug. Das ist gerade wichtig für Tiefflug zum Beispiel. Flugzeit zum Übungsluftraum hier hoch, circa 20 Minuten. Wenn wir ganz nach unten gehen, da brauchen wir ca. 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wo wir hin wollen. Planungsraum haben wir uns jetzt angeguckt. Ja. Ihr seht hier auf der blauen Seite, geht es zurück. Ich glaube, dann gehen wir nach auf der Karte wurde noch gerade noch vom Flug wiederkommt. Gerade wenn man zum Beispiel 1 gegen 1 geflogen ist, kann es ein bisschen anstrengender werden. Und dafür haben wir dann Physiotherapeuten da, 2 an der Zahl. Heute gehen wir zur Miri-Praktika. Ah, die kann das aber auch. Hier unten ist jetzt unser Physio- und Sportbereich. Hallo? Er hat ja schon Sportbereich gesagt, ne? Wäre ich jetzt da, würde ich sagen, ja, schön, also gefällt mir auch, schöner, moderner Sportbereich, aber wir können gerne weiter. Wir können den Sportbereich jetzt einfach mal überspringen und gehen direkt mal ins Eingemachte. Wann darf ich eigentlich mal mit dem Jet fliegen? Also, wisst ihr, ja, Sport ist schön und ich finde den Sportbereich von außen auch sehr schön. Also der hat ja wirklich eine schöne Optik. Ne, aber wäre für mich jetzt nicht unbedingt so wichtig für eine Doku. Liegt jetzt nicht dran, dass ich vielleicht da mitmachen müsste. Es liegt einfach, ja, auch ein bisschen und ich einfach Rücken und aber sonst schöner Sportbereich, auch von außen. Mir gefällt die Tür mega. Finde ich klasse. Kommen wir direkt weiter. Cutten wir. Ich darf euch eine Miri vorstellen, eine unserer Physios hier. Hi. Der Julian ist heute nicht da. Hi. Jan. Ich bin der Julian. Ich studiere gerade Sportwissenschaften, habe das erste Jahr rum und bin jetzt hier im Praktikums- oder im studienbegleitenden Praktikum. Ja, lass uns einfach mal reinlaufen. Kulisse, oder? Ja. Gehen wir einfach rein. Hey! Da
Können auch draußen bleiben. Komm, let's go. Red nicht so viel. Okay, du darfst dich gerne hier reinsetzen. Warum habt ihr eigentlich mich dafür gewählt und nicht Jan? Genau, also wir haben uns im Vorfeld natürlich ein paar Gedanken gemacht. Es ist ja so, dass Jan ab und zu... Also, die böse gemeint, aber das ist ein schönes Gerät, aber was wollt ihr hier mit den Dingern? Ne, also ich dachte, wir sind aus der Zeit raus. Ne, ich dachte, hier gibt's keine Stromschläge mehr. Gibt's dann im nächsten Bereich, gibt's dann ein Sportgerät hier mit Lobotomie oder was? Körperliche Spontanbewegungen hat, genau. Immer wieder mal. Genau. Und dann haben wir halt gesagt, wenn in dem Moment der Körper eingespannt wäre und er diese Spontanbewegung, diese Anspannung hat, könnten wir eventuell was verletzen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Foltergerät. Möchten wir halt, ja, Physiotherapie zum Beispiel an sich, also mein Beruf grundsätzlich ist auch Folter. Da kommen wir gleich noch hin. Digga, was ist das denn? Da kommen wir gleich noch hin in dem Bereich. Hier ist noch der lasche Sportbereich. So. Die Übung habe ich mit meiner Physiotherapeutin sich auch schon mal gemacht. Wo man so eingegurtet wird. Ja, ich kenne das Gerät. Weißt du, woran mich das gerade erinnert, als wir ein SM-Studio gedreht haben? Ich wollte es vorhin nicht aussprechen. Habt ihr auch hier? Ja, haben wir auch schon durch. Okay. Öfters. Das klingt. Es gibt schon drei Staffeln. Genau, ich schraube jetzt die Kopfteile mal zusammen, so dass es ordentlich fest ist, aber halt nicht großartig wehtut. Man sieht nur, wie bescheuert aus dabei. Hallo. Gibst du mir ein Feedback, wie fest ich drehe? Ach du, das ist schon okay so. Okay, dann drehe ich immer noch einen weiter. okay, sehr gut. Ich fühle mich unvorteilhaft. Ich drehe dich jetzt deinen Kopf nach rechts. Du lässt ganz locker, bitte. Ja, ich kann eh nichts dagegen machen. Das stimmt. Oh, noch weiter drehen. Und jetzt darfst du langsam nach links drehen. Komm, ich will jetzt mal sehen, ne, wie weit man drehen kann. Komm, dreh doch mal einmal, mach doch mal eine 360-Grad-Drehung. Ich möchte jetzt mal sehen, was da passiert. Das wäre jetzt die muskuläre Aktivität. Weiterdrehen. Ja, und langsam nachgeben. Nur langsam nachgeben. Boah. Ganz genau. Und wieder nach links. Machen wir so 15 Mal. Was? Nein, ein paar Mal wiederholen. Ruhig nochmal. Ja, das Gewicht ist noch ausbaufähig. Ohne Mist, ne? Wenn mir das Gerät erklärt wird und die dann nicht da wäre und ich müsste alleine trainieren. Ich würde so einfach mal Just for the Lord einfach mal gucken, wie weit man drehen kann. Könnte halt dann, ne, mein letzter Fitness-Tag gewesen sein, aber einfach nur just so for the lols, einfach mal gucken, so, ne, mal gucken, auch bitte geht noch, nee, das ist schon aber alles hier. Aber scheiße aus. Willst du auch kein Phänomen? Wenn man das Neunfache von seinem Gewicht gegen sich drücken hat und man ja auch am Pumpen und am Drücken ist, also kann es ja, dass man sich in die Hose macht? Also ernsthaft jetzt? Würde ich so sagen. Würde ich gerne an den Pilot weitergeben. Ist dir das schon passiert? tatsächlich, wenn du das Anti-G-Manöver richtig machst, ist das Erste, was du anspannst, der größte Muskel, den du hast, which is? Ja. Genau. Da du den anspannst, ist das schon mal außen vor. Boah. Gut. Hast du noch Fragen? Ich wäre fast auch sowas wie du geworden. Physio? Also, ja? Aber nur das erste Ausbildungsjahr. Danach muss ich aufhören, weil ich zu viele Patienten angeschrien habe. Das ist aber schade. Das ist deutsche Kultur. Also, ich weiß es nicht. Jan, komm mal bitte zu uns. Wenn du hier die Patienten anschreist, die fühlen sich alle wohl. Die sagen, danke dafür. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es mir geht, wie es dir geht. Ich fühle mich hier wohl. Ich komme morgen wieder. Ich verstehe das immer nicht, wenn ich dann so Leute höre, ja, ich werde von anderen Leuten angeschrien, das ist bei, also, ne, ich kenne das gar nicht anders. Ich habe ja schon öfters mal gesagt, ich würde Angst bekommen, wenn die Bäckerin, wenn die auf einmal so freundlich wäre, ich würde denken, alles klar, was haben sie verbrochen, wem haben sie getötet, wollen sie mich töten? Ich komme hier nie wieder hin. Das kommt auch nicht so häufig vor. Ich sage, das wäre so ein Raum, wenn ich nicht so gut drehen würde, bräuchte man nicht. Ach, eigentlich, ich habe das Gefühl, obwohl es jetzt nur sehr kurz war, ich werde es vermutlich morgen noch merken. Wirklich? Ja. Krasser Scheiß. Nochmal? Was nochmal? Ja, nochmal. Was? Nochmal. Warum? Willst du noch Jetzt stehen wir hier vorm Tower. Wir sind nämlich spontan in London.
Aber der wird und hier treffen wir auf den Setco. Der wird euch einige Informationen zum Tower geben. Was passiert hier so? Hier wird der Flugverkehr koordiniert sozusagen. Okay. Wenn die Eurofighter starten und landen, dann ist immer Kontakt zum Tower hergestellt. Genau, und das schauen wir Was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich im Tower arbeiten würde? Ey, nur jetzt, ne? Das ist jetzt nur mal so eine Frage. Und ich kenne Piloten, der ist gerade in der Umgebung und er bräuchte eine Landeerlaubnis. Ne? Rein theoretisch. Ja, er kommt da so mit seinem Flugzeug da so an. Also ich würde jetzt so rein theoretisch sagen, jo, lande einfach hier. Ist der Platz, lande hier. Seit 20 Jahren sind ja eh keine Jets hier mehr gestartet, lande einfach. Alles gut. Ist das schlimm eigentlich? Könnte ich das machen? Also könnte ich einfach so einem Kollege sagen, lande mal hier, bitte hol mich mal ab. Ich habe gleich Feierabend in 5 Minuten. Ist bestimmt erlaubt. Denke schon. Hallo. Hi, grüß euch. Ja, hi. Fangen wir doch mal von vorne an, ne? Hi. Hallo, TJ. Hey. Der Bart ist geil. Hi. TJ könnt ihr mich nennen. Carina, hi. Hallo. Hi. Ich bin der Jan. So, und ihr wollt euch die Flugsicherung angucken. Ich dachte gerade, die Rechte... Ich habe mich gerade gefragt, warum sich die Rechte nochmal vorstellt, aber das ist ja eine andere Dame. Ah, die müssen ja immer den Zopf nach hinten tragen. Ah, ich finde den Bart geil. Ich möchte bitte auch so einen Bart haben. Danke. Ja, ich dachte, wir machen heute ein bisschen den koordinierten Flugverkehr ein bisschen. Ja, gucken wir mal, ob wir das machen. Aber für erst müsst ihr sehr sportlich gut drauf. Aber du hast trainiert heute, habe ich gehört, ne? Ja, wir beide sogar. Echt? So, jetzt geht's 147 Stufen hier hoch. Kriegst du das hin oder muss ich euch tragen gleich? Wenn es soweit ist, dann sage ich... Kriegst du das hin? Ich hab Rücken. Beide gleichzeitig? Ja, schade, ne? Also dann fällt leider... Also in meiner Doge würde dann der Tower auch ausfallen. Also Sport würde ausfallen. Der Tower würde ausfallen. Schade, also meine Doge wäre sehr kurz. Wäre einfach nur von beiden. Einfach nur ein bisschen so Chat. Und dann würde ich über Dosentelefon füttern, mit den Leuten reden und euch dann so ein bisschen die Bundeswehr näher bringen. Also, dann gehen wir rein, okay? Ja, alles klar. Ja. Machst du auf? Ja. Alles gesichert hier, damit nicht jeder hier rein. Ich habe mir den ein bisschen moderner vorgestellt. Sieht eher aus wie so eine Feuerüberwachung im Wald. Habt ihr es geschafft, oder? Also, ich bin noch ein bisschen außer Atem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr seid ja noch jung. Ja, es geht eigentlich. Ja? Der raucht halt auch wie ein Schlot. Ja, das ist nicht Ach so. Also herzlich willkommen hier in der auf dem Kontrollturm. Wie ihr seht, sind wir die höchste Dienststelle, weil über uns kommt nichts mehr, nur noch der liebe Gott. Also das ist auch ganz gut so hier oben. Also sind wir hier oben. Normalerweise mit 3 Leuten. Heute machen wir das immer mal zu zweit. Und wir haben hier 2 Arbeitsplatzpositionen. Herr Mondre, das ist nämlich einmal auf diese hier mit Mikrofon. Wo wir mit den Piloten sprechen, wie zum Beispiel mit Juicy, den ihr ja schon kennengelernt habt. Ja. Und auf der zweiten Arbeitsplatzposition telefonieren wir. Das heißt also, da sitzt sozusagen in dem Fall meine Assistentin, die das mir so ein bisschen zuarbeitet und Flugverkehrskontrollfreigaben holt, um hier diesen Flugplatz zu verlassen. FSO für Tower? Kaffeemaschine im Hintergrund. Bitte Status der Piste. So, das ist jetzt natürlich ein Code, der jetzt uns aussagt, dass die Bahn trocken ist. Das ist wichtig für den Piloten, wenn es hier zum Beispiel jetzt regnen würde oder es wäre jetzt Schnee drauf, dann wäre das ein anderer Code. Wenn die Piloten... Also, bitte die Bahn auf die 06 voller Beleuchtung stellen. Wisst ihr, was ich immer so geil finde, auch bei Fluglotsen? Ich hab, wenn ich mir so Dokus angucke, ne, ich würde... Als Pilot oder als Fluglot? Ich würde den Funkverkehr nie verstehen. Das hört sich immer so kryptisch an. Wenn der Pilot sagt, ja, wir sind gerade im Sturm, wir bräuchten Hilfe, würde ich sagen, ja, mach mal, ist erlaubt, over. Ja, wir brauchen Hilfe, können Sie hier irgendwie was machen? Können Sie uns in die Richtung weisen? Ja, das ist schon schönes Wetter. Na, ich verstehe den Flugverkehr manchmal gar nicht. Guckt euch mal irgendwelche Dokus an, ne, weiß nicht, vom Flughafen, irgendwas, ne? Gut, ich gucke halt nie solche Flughafen-Dokus an, ich gucke da eher so Dokus an mit, was, ein bisschen, ja, Flugzeug abstürzen und sowas. Das ist ja auch immer Funkverkehr und ich höre mir das auch immer an, aber ich verstehe immer noch sowas.
Ne? Verstehe ich nicht. Also ich wäre für den Job gar nicht gemacht, ne? Ich würde einfach sorgen, wenn er sorgt dir, ja, wir stürzen ab, ja, gute Reise. Wir kommen gleich. Ne? Weil ich nichts verstehen würde. So, das ist zum Beispiel auch so eine Anweisung vom FSO, wenn er hier alles kontrolliert, dann kontrolliert er natürlich auch die Lichter. Ihr seht ja, ja an der Seite so ein paar Lampen. Ist halt meistens wichtig, wenn wir hier schlechtes Wetter haben oder danach. Ja, ihr habt heute sehr, sehr viel erlebt. Ja, wirklich. Allerdings, es war ein sehr, sehr ereignisreicher Tag. Also für uns wirklich sehr, sehr, also eigentlich auch schließlich neue Eindrücke und vor allem fand ich sehr interessant. Also was fandet ihr denn so am coolsten, was ihr heute gesehen habt? Also was hat euch am meisten fasziniert? Die Durchsagen in der Kantine da drüben. Ich muss sagen, der Eurofighter. Also generell, als wir gerade da standen und die so richtig nah an uns vorbeigefahren sind und zur Startbahn, das war so das, was mich am meisten fasziniert hat. Ja, gefahren. Das ist ziemlich krass, auch dass ich hier einfach aufsetze, finde ich immer noch das komisch. Das finde ich gerade auch ziemlich krass. Also wir haben am Anfang noch nicht auf die Idee gekommen, mich hier hinzusetzen. Nee, aber auch besonders mal so zu beobachten, wie die hier starten und landen. Das ist auf jeden Fall sehr, also sehr, sehr interessant gewesen. Ich sitze ja in der Pressestelle, also ich arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsstelle hier am Standort mit dem Presseoffizier. Und einer meiner Aufgaben ist es ja, gestalterisch ja, Dinge zu produzieren, wie zum Beispiel Flyer, Plakate oder auch Patches. Und ja, jetzt kommt bestimmt gleich die Frage, wie kann man die Bundeswehr attraktiver machen? Man kann die Bundeswehr nicht attraktiver machen, einen Stand auf die Gamescom zu stellen. Ich glaube, das war 2018, 2017. Und zu sagen, ja, hier gibt's ja voll viele Ego-Shooter und die wollen ja, weil sie ja Ego-Shooter spielen, voll gerne zur Bundeswehr. Ne? Aber es ist eine interessante Frage. Wie kann man die Bundeswehr attraktiver machen? Also ich glaube, das Erste wäre schon mal funktionierende Systeme, funktionierende Fahrzeuge, funktionierende Jets. Dann am besten, dass man immer in der Nähe von der Tante ist. Nee, es ist schwierig. Wie kann man die Flyer gestalten? Ne? Es ist halt schwierig, ne? Also, jo, meine Meerschweinchen hauen sich gerade komplett kaputt. Ey! Ma. Danke. Es ist schwierig. Wie kann man Leute animieren, zur Bundeswehr zu gehen? Das ist, ich glaube, bei den meisten ist es einfach drin. So, wenn man aufwächst, so, es gibt halt Leute, die entscheiden sich für die soziale Richtung und dann sagen eher so Leute, ja, Bundeswehr. Ich glaube, man schafft das gar nicht mehr. Also man schafft das nicht mehr, Leute mit 16 Jahren dazu zu animieren, zur Bundeswehr zu gehen, weil die haben das für sich schon entschieden, dass sie nicht zur Bundeswehr wollen. Deshalb finde ich immer solche Kampagnen, finde ich cool, finde ich auch richtig, dass es gemacht wird. Vor allem, wenn man dann sieht, dass Polen, Nachbarland, was kleiner ist als Deutschland, mehr aktive Soldaten hat als wir da, ne? Ne? Da sollte man sich, vor allem, weil wir haben ja viele, die T6 und sowas gestempelt sind, ne? Also sprich, wenn es mal, was ich natürlich nicht hoffe, mal zum Ernstfall in Deutschland kommen sollte, würden ich will jetzt nicht lügen, wie viele aktive Soldaten haben wir? 240.000? Davon fallen ja irgendwie schon gefühlt fast 100.000 aus, weil die alle T6 gestempelt sind und gar nicht zum aktiven Einsatz kommen dürfen. Oder T5. Ne, was es da alles für Gruppen gibt. Ja, ich finde sowas schwierig. Ja. Wie kann man Leute dazu animieren, zur Bundeswehr zu gehen? Ich glaube, das haben die Leute schon für sich entschieden. Ob sie, wie schon gesagt, eher zur sozialen Schiene gehen wollen oder zur Bundeswehr. Und man kann die, glaube ich, ganz schwierig noch animieren, doch noch zur Bundeswehr zu gehen. Das ist meine Vermutung. Und für euch habe ich auch ein Patch entworfen. Ich bin gespannt. Ach, du hast es ja auch schon an. Ja, schon den ganzen Tag. Was für ein Zufall. Spaß. Aber voll geil. Okay, das ist geil. Einmal für dich. Vielen lieben Dank. Und für dich. Cool, dass ich das werde meine Katze dazu zwingen, es zu tragen. Bitte, was? Cool, dass ihr da wart, habe ich gesagt. Es war ein richtig cooler Tag mit euch. Dankeschön, gleichfalls. Ja, also cool, dass wir kommen durften. Ja, wirklich. Hat uns auch so gefallen. Genau. Falls dieses Video euer Interesse bei der Bundeswehr geweckt hat, dann checkt das Ganze gerne mal ab unter dem Instagram-Kanal Bundeswehrkarriere, der ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt ist und natürlich auch nochmal die Webseite. Könnt ihr euch gerne informieren. Ich denke, es gibt genug Stellen, für die Leute gesucht werden, deswegen checkt das gerne mal ab. Und wir sind beim Ende des Videos angekommen. Es sei denn, ihr seid aus der Schweiz, denn dann geht das nicht. Wir haben da viele Zuschauer, wir sind schließlich berühmt. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an dich. Vielen, vielen Dank an Juicy nochmal.
und an alle, die auch hinter der Kamera waren und uns den ganzen Tag begleitet haben und das Ganze so toll möglich gemacht haben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Bis dahin, macht's gut, aktiviert die Glocke, folgt dem Kanal oder abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schreibt ein nettes Kommentar. Gebt und lasst ein Like da. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Unfassbar interessantes Video, hat mir mega Spaß gemacht, die Witze waren, ne, es waren nur Witze, wer es nie versteht, Pech gehabt. Ich fand es auch mal wieder cool, die Jungs zu sehen. Ich dachte wirklich, die haben sich fast komplett von YouTube verabschiedet. Hat mich gefreut, hat mich wirklich mega gefreut, die Jungs wieder zu sehen. Ich muss nur sagen, was ich ein bisschen doof fand, zu kurz, also dass man daraus nur eine Folge gemacht hat, weil ich glaube, man kann, gerade auf den Schützpunkt kann man, glaube, noch viel mehr zeigen, noch viel, viel mehr, so ein Alltag zum Beispiel, vielleicht kommt das ja noch, weiß ich nicht, aber ich hätte definitiv einen Zweiteiler oder einen Dreiteiler sogar gemacht, weil gerade für die Leute, die sich noch nicht so wirklich entscheiden konnten, für die ist, wäre halt mal so ein Alltag interessant zu wissen, ne? Oder was man für Voraussetzungen braucht. Das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Was braucht man für Voraussetzungen? Was gibt es noch für berufliche Möglichkeiten innerhalb der Bundeswehr? Also das wären so noch Sachen gewesen, definitiv, da hätte man noch einen Zweiteiler machen können. Vielleicht kommt da noch ein zweiter Teil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mega geil, dass die Jungs wieder aktiv sind, dass sie wieder ein Video hochgeladen haben. Unbedingt das Originalvideo angucken. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und lasst eure getragenen Unterhosen da. Kauft ihr euch selber. Haut rein. Und tschüss.